Faszien sind weiche Teile des Bindegewebes. Auch Sehnen und Bänder sind fasziale Strukturen. Sie durchziehen unseren Körper wie ein weißes, faseriges Netz. Sie haben vielfältige Aufgaben. Sie helfen uns bei der Aufrichtung, halten die Organe in Form, übertragen mechanische Zugkräfte und sorgen dafür, dass die Muskeln und Organe in einer gelartigen Substanz frei zueinander gleiten können. Die Faszien sind alles andere als neu, vor allen Dingen in der Komplementärmedizin, Akupunktur, Osteopathie, auch bei den Heilpraktikern sind die schon ein alter Bekannter. Aber in der Schulmedizin wurden die eher vernachlässigt, aus gutem Grund, weil man die nicht exakt quantitativ messen konnte. Muskelgewebe ähnelt im Aufbau einer frischen Orange. Der gesamte Muskel ist von einer festen Haut oder Schale umgeben, aber auch die einzelnen Muskelfaserbündel werden, genau wie das Fruchtfleisch, von einer eigenen Membran zusammengehalten. Man könnte die Faszien als Sinnesorgan verstehen, sogar als unser reichhaltigstes und wichtigstes Sinnesorgan für die eigene Körperwahrnehmung, speziell die koordinative Körperwahrnehmung. Also wenn ich meinen Arm nicht sehe, dass ich trotzdem spüre, habe ich noch 2-3 Zentimeter bis zum Ende der Bewegung. Wie weit ist mein rechter Arm im Raum nach vorne, nach hinten gestreckt? Das nehme ich in erster Linie über die faszialen Dehnrezeptoren wahr. In den Faszien gibt es auch wenige Zellen, das sind die Baumeister, und die können je nach Bedürfnis können die mehr Schmiermittel herstellen oder sie können zum Beispiel mehr Fasern herstellen. Und die Herstellung von dem Schmiermittel, die geht recht schnell, wo jetzt die neue Forschung auch andeutet, dass das durch manuelle Therapien, durch Yoga innerhalb von Minuten verstärkt werden kann als Schmiermittel. Bei Bewegungsmangel oder Fehlhaltungen bilden die Faszienzellen wenig Schmiermittel und die Faszien können verkleben und verhärten. Da sie wie ein Spinnennetz zusammenhängen, kann das zu Schmerzen im gesamten Bewegungsapparat führen.